Klaus Mann, Thomas Mann, Erika Mann, die Manns sind ja so ein bisschen die Goethes und Schillers des 20. Jahrhunderts. Mitte und Zweck, Generationen deutscher Schülerinnen und Schüler im Deutschunterricht zu quälen. Auch ich musste dadurch, ich hatte Deutschleistungskurs, auch ich musste Bücher und Texte von ihnen durcharbeiten. Und ja, ich gestehe, mir wurde so ein bisschen der Spaß an den Büchern genommen. Dabei sind die Bücher großartig. Und das Schwule Museum widmet jetzt in der dritten Einzelausstellung nach Thomas Mann und Golo Mann den Geschwistern Klaus Mann und Erika Mann eine Einzelausstellung. Und ich treffe mich mit Wolfgang Theis, dem Kurator, und habe ihn ein bisschen zur Ausstellung befragt. Wolfgang. Hallo, Wolfgang Theis ist quasi ein Urgestein oder eigentlich das Urgestein des Schwulen Museums und Kurator der Ausstellung. Es ist also ein Mädchen, Klaus und Erika Mann. Der Titel lässt schon vermuten, es geht schwerpunktmäßig um Erika Mann, damit da es ja diverseste Ausstellungen zu Klaus Mann schon gibt. Also wie stark ist Erika Mann in der Ausstellung vertreten? Ist sie zentrale Figur? Zusammen mit Klaus ist sie die zentrale Figur. Es geht um die Symbiose zwischen den beiden, um die Beziehung, die bis in die 30er Jahre anhält. Das heißt, also Erika Mann beschreibt ihr in der Pressemitteilung als Prototyp der modernen, emanzipierten neuen Frau. Was macht Erika, was ist so Erikas Schwerpunkt in ihrem Leben? Von Klaus Mann, von Thomas Mann weiß man vor allen Dingen Autoren, diverseste Bücher kennt man. Was ist es bei Erika? Sie fährt Auto, wenn man von der modernen Frau spricht. Sie fährt Autorennen, hat das auch gewonnen. Und sie schreibt Reportagen, was auch sehr in der Zeit liegt. Sie schreibt Glossen für die Zeitschriften. Später wird sie Kinderbücher schreiben. Sie setzt sich ein für den Kampf gegen den Faschismus. Sie hat ein Theater, ein Kabarett gegründet, zusammen mit Therese Giesel, die auf literarischer Ebene gegen den deutschen Faschismus kämpfen. Also wirklich eine wahnsinnig vielseitige Frau, dass sie ja durch die gesamte Familiengeschichte, kann man schon fast sagen, der Manns durchzieht, das Thema Homosexualität. Da ist Thomas Mann, der sich schon durchaus gefragt hat, wie es denn ist, mit seinen homosexuellen Neigungen Kinder in die Welt zu setzen. Klaus Mann, Erika Mann, die diverseste lesbische Affäre. Und da finde ich ja dann spannend, mit prominenten Liebhaberinnen gehabt hat. Welche prominenten Liebhaberinnen waren es und was ist davon in der Ausstellung drin? Ja, die Lebensgefährtin war natürlich Therese Giesel, die große Brecht-Schauspielerin, mit der sie zusammen 1933 in München die Pfeffermühle gegründet hat, ein literarisches Kabarett. Nach 1933 sind sie in die Schweiz ins Exil gegangen und haben dann in allen umliegenden Ländern rund um Deutschland mit diesem Kabarett Tourneen gemacht. Aber es ist jetzt nicht, also wenn ich an prominente Liebhaberinnen denke. Das ist sehr prominente. Ich kenne noch niemanden mehr. Ja, wenn ich an prominente Liebhaberinnen zu der Zeit denke, dann denke ich natürlich Marlene Dietrich und ihre Affären, die ihr nachgesagt werden. Nein. Oder eine Claire Waldorf, die sich durch halb Berlin gevögelt haben soll. Ist nicht. Also so prominent waren sie denn nicht. Aber sie hat es schon durchaus hier, also sie hat sich da nicht mit versteckt. Sagt dir Annemarie Schwarzenbach was? Annemarie Schwarzenbach sagt mir auf jeden Fall was. Okay, dann können wir doch vielleicht uns kurz über Annemarie Schwarzenbach unterhalten. Annemarie Schwarzenbach schwärmte für Erika Mann. Sie war Hals über Kopf in Erika Mann verliebt. Aber Annemarie Schwarzenbach war natürlich auch eine sehr gefährdete Person durch Drogenkonsum, Selbstmordideen und so weiter. Und das hatte sie ja mit ihrem Bruder Klaus schon und sie mochte sich darauf nicht einlassen. Und so blieb diese Liebe einseitig. Andererseits, wie gesagt, die Giese war
später in ihren späten Jahren dann wieder mit Marianne Hoppe liiert. Und Marianne Hoppe ist ja die zweite Frau von Gustav Gründgens. Also die, glaube ich, zumindest wer Gustav Gründgens ein bisschen kennt, kennt auch Marianne richtige Hoppe. Richtige Tunden kennen Marianne ja. Hoppe. Nochmal so ein bisschen zu dir selber, deine persönliche Beziehung zu den Manns. Es ist jetzt die dritte Ausstellung im Schulmuseum. Hast du die beiden vorher auch mit kuratiert? Oder? Ja, ja. Das ist, also was, warum frage ich eigentlich? Natürlich hat er die mit kuratiert. Ja, ich habe sie kuratiert, nicht mit kuratiert. Ja. Ja, aber ja, der Thomas Mann war natürlich ein Wunsch von... Thomas Mann ist der Papa. Für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Das war ein Wunsch von einer gewissen bildungsbürgerlichen Schicht der Homosexuellen, die sich natürlich mit dem gewaltigen Werk von Thomas Mann identifiziert haben und die das gerne wollten. Thomas Mann hat ja mit Tod in Venedig eine der schwulen Novellen geschrieben und das war der Anlass, also sich mit Thomas Mann zu beschäftigen. Danach kam Golo Mann. Ist damit dann der Bruder von Klaus und Erika? Klaus und Erika, natürlich. Wir malen das mal so einen Stammbaum. Ja. Also erst kommt Klaus, dann kommt Erika, dann kommt Golo. Und dann gibt es noch drei andere Geschwister. Aber die drei anderen Geschwister sind alle nicht homosexuell. Von daher für das Schwule Museum uninteressant. Ich wollte gerade schon fragen, wie weit wird die Reihe noch gehen? Nein, das ist das Ende. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Ich bin zwar etwas Deutsch-Leistungskurs literarisch Mann geschädigt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich werde es mir natürlich trotzdem angucken. Und freue mich sehr darauf, sicherlich das eine oder andere neu zu entdecken, vor allen Dingen mich mal intensiver mit Erika Mann und den Autorennen beschäftigen zu können, denn Erika Mann fuhr ja Autorennen und eigentlich geht die Ausstellung um Rennfahrerinnen oder so. Ja, Rennfahren durch die Geschichte. Ja, wir bleiben gespannt und ab dem 28. Oktober hier im Schwulen Standbild Museum. Danke. Ja, danke dir.